Hallo, ich habe gestern zum ersten Mal seit langer, langer Zeit ein Video auf diesem Kanal hochgeladen. What? Und das, obwohl ich eigentlich mit diesem Kanal hier abgeschlossen habe. Aber hey, ich habe momentan richtig Bock auf Dead by Daylight und deswegen gibt's diese Videos. Und was mir bei diesem Video aufgefallen ist, nicht nur mein eigenes Gameplay war nicht unbedingt das allerbeste, auch das meiner Random Mates war jetzt nicht so geil. Und deshalb habe ich mich jetzt hier hingesetzt und habe eine weitere Runde aufgenommen. Ohne Mikrofon, ohne Kommentar. Einfach Full Fokus auf das Gameplay und das Aufnahmeprogramm nebenbei laufen lassen. Ohne Cam, ohne gar nichts. Um einfach mal zu zeigen, wie so eine Runde auch aussehen kann, wenn man sich voll auf das Spiel konzentriert und nicht am Stream oder am Aufnehmen ist. Und apropos Stream. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch mal auf meinem Twitch-Kanal vorbeischaut. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort findet ihr auch immer einen Streamplan. Einfach auf meinem Twitch-Kanal auf Zeitplan klicken und schon findet ihr den Streamplan. Außerdem würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dieses Video positiv bewertet und dem Ganzen einen Kommentar da lasst. Ich möchte mir jetzt mit euch zusammen diese aufgenommene Runde ansehen. Ich möchte sie analysieren und ich möchte euch erklären, warum ich welche Entscheidung getroffen habe. Und dann würde ich sagen, schauen wir doch einfach mal rein. Und dann starten wir auch schon in diese Runde rein. Bedham Preschool 5, Springwood, die Freddy Map, die fünfte Freddy Map. Ich finde es cool, dass sie fünf verschiedene Springwoods eingefügt haben. Ich finde aber die Unterschiede nicht so wirklich, signifikant, würde ich mal sagen. Was ich hier als erstes mache, ist, nach unten zu gehen, erstmal Heartbeat zu bekommen. Ne? Der Heartbeat, gut, da bist du halt mal ein bisschen sneaky. Und dann erblicken meine Augen dieses Totem. Und dieses Totem machen wir natürlich erstmal weg. Jetzt könnte man denken, du könntest doch auch einen Gen machen. Natürlich, ich könnte einen Gen machen, aber ich habe Inner Strength dabei. Das heißt, ich mache jetzt ein Totem weg, kriege dadurch einen Safe Heal, der nur 8 Sekunden dauert, wenn ich mich in den Schrank stelle. Plus, es ist ein Totem weniger auf der Map, das heißt, wir haben eine größere Chance, Nöte zu finden. Beziehungsweise ein Totem, das dann leuchtet, wenn alle Gens an sind. Also no one escapes death. Niemand entrinnt dem Tod. Hier hören wir, dass das Pick von rechts hinten kommt. Und zwar hat das Pick da tatsächlich ein bisschen gefailt. Geht jetzt in den Chase. Ich weiß nicht, wer im Chase ist. Gehe erstmal davon aus, dass ich es bin. Renne in dem Moment erstmal hier gegen den Haken. Und wundere mich, dass ich nicht gehittet wurde, sondern dass da unten jemand gehittet wurde. Gehe also zurück. So. Hier habe ich mich erstmal hinter der Wand versteckt. Weil ich wissen wollte, was das Pick macht. Und da sehe ich dann auch, dass sie erstmal hochkommt. Und damit habe ich nicht gerechnet und habe trotzdem hinter der Wand gestanden. Von daher, alles gut gemacht. Sie bringt Zarina nach oben. Das bedeutet wahrscheinlich, entweder ist der Keller auf der anderen Seite des Kellers, ist der, also das Basement auf der anderen Seite des Schulkellers, oder es ist gar nicht erst da unten, das Basement. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Basement gar nicht erst da unten ist. Versuche hier Zarina zu retten, kriege nochmal kurz Heartbeat. Da ist der Heartbeat aber auch schon wieder weniger und weg und schon können wir Zarina eigentlich sehr sicher. Also das ist ein Safe Hook Rescue. Safe. Da kann jetzt kommen, was will. Da kommt auch schon Claudette dazu, um mitzuheilen. Und was Zarina hier macht, ist eigentlich das Beste, was du machen kannst. Du mit der Falle auf dem Kopf. Sie ist nicht aktiv, die Falle. Sie wäre sogar jetzt noch mit an diesen Gen gegangen, trotz Falle auf dem Kopf. Weil Gens eben unser Hauptobjective sind. Hier ist, und jetzt geht sie erst nach der Box suchen. Hier ist übrigens Claudette ganz kurz aufgestanden, weggegangen und wieder zurückgekommen. Ich bin tatsächlich in diesem Moment davon ausgegangen, dass sie Spine Chill hat und dass das Pick irgendwo in der Nähe ist. Bin aber trotzdem sitzen geblieben, hab mich aber erstmal natürlich umgeguckt. Ne? Denn ich find's ein bisschen doof, so schnell und so früh vom Gen aufzustehen, wenn der Killer gerade kommt. So, da sehen wir, der Killer kommt und zwei Losrenn-Skillchecks. Das ist natürlich super ärgerlich, dass die Skillchecks dann kommen, wenn du wegrennst. Was ich hier mache, ist, mich erstmal kurz hinter einem Busch verstecken, um abzuwarten, was passiert, damit ich weiterhin in der Nähe des Gens bleiben kann. Und habe nicht gesehen, dass Piggy hinter mir entlang gelaufen ist. Das war ein kleiner Fehler, den ich gemacht habe. Ich hätte sie besser im Blick halten müssen. Oder eben weggehen sollen und mir einen anderen Gen suchen. So, der Fehler, den ich hier an der Stelle gemacht habe, ist, den Gen anzutatschen, weil ich genau weiß, wenn sie ihn hier an den Haken bringt,
wenn sie Claudette hier an den Haken bringt, kriege ich den Jen nicht fertig. Und wie wir gerade gesehen haben, hat sie Pop Goes the Weasel. Was bedeutet, dass sie ein bisschen neben der Spur ist, erstmal gegen den Jen haut und ihn dann ritt. Das habe ich nicht verstanden. Das Pick ist, also das Schweinchen ist wirklich nicht die hellste Leuchte auf dem Kronleuchter, die hellste Kerze auf dem Kerzenständer, wie auch immer dieses Sprichwort heißt. Aber Piggy Wiggy ist immer noch hier und hat mich an der Stelle auch gesehen. Hier will ich den Window Vault antäuschen, gehe wieder zurück, hab gehofft, sie haut drauf, hat sie nicht getan. Gehe natürlich einmal unten durch den Keller durch, fühle mich eigentlich immer noch verfolgt. Spring durch das Fenster und in dem Moment, muss man sagen, ist der Chase auch schon vorbei. In dem Moment ist der Chase auch schon vorbei, sie geht weg. Ich finde einen fast fertigen Jen, mach den erstmal an und muss jetzt hoffen, dass irgendjemand anderes Claudette retten geht, bevor sie in Stufe 2 kommt, und da ist es auch passiert. Die Falle war sowieso schon aktiv, kein Ding. Ja, hab ich, also so oder so hätte ich den Jen anmachen können. Hier bin ich in den Schrank, um mich zu heilen und um Barbecue zu dodgen. Das Ding ist, ich bin tatsächlich viel zu früh aus dem Schrank raus und Piggy könnte mich sehen, wenn sie Barbecue hat. Ich weiß tatsächlich gar nicht, was für Perks das Pick dabei hatte. So absolut gar nicht. Ich habe keinen Plan. Also jetzt so im Nachhinein. So, hier findet mich Piggy. Den Hit habe ich nicht verstanden, aber das war wahrscheinlich so ein Dedicated Hit. Der war halt einfach drauf, obwohl ich eigentlich weit genug von ihr wegstand. Jetzt kurz im Hals gekratzt. So. Hier war ich auf der Suche nach einem Totem, das weiß ich noch. Hab dann allerdings keins gefunden und dementsprechend gehen wir jetzt in Richtung des Hooks. Und das ist jetzt so eine Distance, die ich hatte, bei der ich mir nicht sicher war, schaffe ich das noch vor Phase 2 oder nicht. Deswegen muss ich hier einfach durchziehen. Lauf aber trotzdem den etwas weiteren Weg um die Schule herum, weil ich eben hier draußen noch eine Palette habe, falls das Pick kommt. Und so viel Zeit nimmt das nicht weg. Ich muss auch hier den Anhook holen, bevor Piggy kommt. Und da kommt auch Piggy schon von hinten. Deswegen gehe ich hinter diesen Survivor und merke dann, dass ich verfolgt werde. Und hier sehen wir, dass Dead Heart getriggert hat, aber es nichts gebracht hat. Da kriege ich meine erste Falle auf den Kopf. Zwei Gens to do. Ich kann euch schon mal spoilern, es wird kein Gen mehr angehen. Es wird kein Gen mehr angehen. Wir sehen hier hinten einen Survivor, der sich geheilt hat. Und wir sehen, Achtung, und zack. Falle abgelaufen. Zeit abgelaufen von der Falle. Tot. Falle nicht losgeworden. Sie hat sich erstmal geheilt. Kommt jetzt nicht. Wird jetzt auch wahrscheinlich gleich verfolgt. Pick geht dahin. Oh. Ja, da geht das Pick hin. Sie wird verfolgt. Er wird verfolgt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war kein einziger männlicher Survivor in der Runde. Ich hänge übrigens auch nicht richtig am Haken. Und da hinten an der weißen Box sehen wir den anderen Survivor. Der... Es sieht von hier aus aus, als würde dieser Survivor erstmal irgendwie einen Gen machen oder ein Totem, aber der hat sich tatsächlich geheilt. Und es ist Claudette, wenn mich nicht alles täuscht. Es ist Claudette, wenn mich nicht alles täuscht. Oder ist Claudette schon tot? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, Claudette ist die, die tot ist, oder? Ja. Claudette ist hier, ist, hier wird der Pebble geworfen. Das ist mir nicht aufgefallen in der Runde tatsächlich, das sehe ich gerade zum ersten Mal. Da wird der Pebble geworfen und auch hier wieder, Leute, meine Falle ist nicht aktiv. Also können wir einfach mal zu dem Anhook gehen. Half-Life, ohne Druck. Wirklich ohne Druck, warum kratzt denn mein Hals jetzt so? Viel reden am frühen Morgen, für mich ist es wirklich früh gerade. Hier möchte ich Zarina erst heilen, aber Zarina heilt mich erst. In dem Moment müsst ihr euch immer eins überlegen. Warum möchte Zarina mich zuerst heilen? Sie ist dead on hook, ich nicht. Mir ist in diesem Moment so nicht eingefallen, sie könnte ja vielleicht D-Strike haben. Hatte sie auch. So viel kann ich euch schon mal sagen. Ich bin in dem Fall full life, kann jetzt in aller Ruhe an eine Box. Und das Pick geht natürlich für den Half-Life. Der Half-Life liegt. Zarina liegt.
Zarina liegt am Boden, Zarina wird aufgehoben und da ist der D-Strike. Richtig predicted in dem Falle. Aber trotzdem irgendwie gehofft, dass sie mich verfolgt. So, und hier sehen wir, dass mein Boxenpech nicht unbedingt da ist, aber das Pech in den Killer zu rennen nach so einer Box ist immer noch da. Und sie interessiert sich so absolut gar nicht für mich. Sie interessiert sich so absolut. Sie haut mich einmal, weil sie mich gesehen hat. Ich bin Half-Life. Sie verfolgt Zarina weiter. Und in der Hinsicht, Leute, wenn ihr mal Half-Life seid und seht, dass da jemand an einem Gen sitzt, ne? Setzt euch nicht nebendran und die ganze Zeit so teabaggen und sneaken und. Und heil mich, heil mich, heil mich. Setzt euch an den Gen ran. Das Ding ist nämlich, wenn ihr zu zweit an dem Gen sitzt, ist der Gen wesentlich schneller durch. Ja? Und somit könnt ihr entscheiden, wird der Gen fertig? Oder wird er um 25% runtergetreten? So, hier muss ich pokern. Hier musste ich an der Palette campen, weil wenn ich weitergelaufen wäre, wäre ich im Leben nicht weggekommen. Und ich musste pokern, dass sie die Palette direkt zertritt. Hat sie dann auch gemacht. An der Stelle habe ich, glaube ich, auch schon aufgegeben, einen Totem zu suchen, weil ich wusste, selbst wenn ich jetzt Full Life werde, die Hatch ist schon da. Ich müsste eigentlich gucken, wo sie ist. Vielleicht spawnt sie im Keller. Ich gehe jetzt allerdings hier in den Keller. Und eventuell trotzdem nochmal ein Totem zu finden. Denn hier unten ist ein Totem-Spot. Ist nicht gespawnt, also gehe ich an den Gen. Und hoffe das Beste. Ich hoffe in der Hinsicht das Beste. Und jetzt ein kleiner Top-Tipp von mir. Und das ist eigentlich gar kein Hexenwerk. Den Tipp, den kann euch jeder Bonobo-Affe geben. Den Tipp, den kann euch jeder geben, der das Spiel vielleicht 2-3 Stunden gespielt hat. Positioniert euch so, dass ihr alle Ausgänge seht. Wir sehen jetzt hier den linken und den rechten Ausgang. Ich muss die Maus gar nicht mehr bewegen. Ich halte eigentlich einfach nur noch die Maus fest, drücke M1 und ab und zu mal M4, um den Skillcheck zu machen. Hab beide Ausgänge im Blick, ne? Kommt das Pick zur einen Seite rein, gehe ich zur anderen Seite raus, ganz klar. Ich würde wahrscheinlich drauf gehen, aber ich habe ja auch noch mein Dead Heart und hier unten steht auch noch die Palette. Also von daher ist die Chance gar nicht mal so schlecht, hier rauszukommen. Was wir hier an der Stelle jetzt machen, ist, wir versuchen, diesen Gen durchzuziehen. Jedoch liegt da hinten jemand und das ist weit genug weg, um mich mit Barbecue zu sehen. An der Stelle warte ich erstmal, ob das Pick aufhebt. Sie hebt auf, deswegen gehe ich in den Schrank, um Barbecue zu dodgen. Und was ich jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, ich warte Barbecue ab, bleib einfach im Schrank. Ich habe sogar drei Möglichkeiten. Bleib einfach im Schrank, bis sie tot ist und such dann die Hatch. Möglichkeit 2 ist, ich mache den Gen an. Dann weiß das Pick allerdings genau, wo ich bin und wird diesen Gen treten. Nicht, wenn er an ist, aber ich mache den Gen an, das Pick weiß, wo ich bin. Das war so dumm gerade, was ich gesagt habe, ne? Das Pick weiß, wo ich bin, wenn ich den Gen anmache. So, Möglichkeit 3 ist, ich versuche für den Unhook zu gehen. Und das mache ich jetzt hier. Also, wenn ich den Gen anmache, weiß sie, wo ich bin, klatscht mich um, wir sind beide tot. So, wenn ich den Gen nicht anmache, aber sie mich sieht, dann klatscht sie die 25% Pop drauf. Und ich muss hier einfach in diesem Fall für den Unhook gehen und merke aber, ich schaff's nicht mehr. Das Pick ist zu dicht hinter mir. Es würde nur in einem absolut dämlichen Schneeballsystem enden. Das heißt, ich würde Zarina... Ist es Zarina? Nee, es ist nicht Zarina. Es ist... Nia? Fengmin? Yui? Yui, ich glaube, es ist Yui. Ich würde diesen Survivor einfach nur abhängen und selbst umfallen und selbst am Haken landen und dann würde... Oder würde ich geslackt werden. An der Stelle muss ich sagen, hier unten ist nicht die Hatch und da das Pick nicht mehr hinter mir ist, gehe ich davon aus, dass Piggy weiß, wo die Hatch ist und da kommt Adre und die Hatch ist geschlossen. Und jetzt, Leute, kommt der Grund, warum ich dieses Video eigentlich auch hochladen wollte. Das Endgame. Das Endgame ist nämlich nice. Also es gibt da so einen kleinen Trick, ihr macht 3 Sekunden ein Tor, das Licht geht noch nicht an, Piggy weiß nicht, dass ihr hier seid. Ich habe mich jetzt aber kurzfristig, das hat man gemerkt, ich bin erst weggegangen, bin dann wieder hin und habe das erste Licht angemacht. Warum? Ganz einfach, ich höre jetzt hier schon, dass Piggy auf dem Weg zu mir ist. Sie kontrolliert die Tore. Und jetzt hat sie gesehen, oh, an dem Tor ist ein Licht an.
Und ich liebe diesen Trick und der funktioniert nicht immer. Aber wenn er funktioniert, ist es immer wieder lustig. Denn Piggy ist jetzt verwirrt. Piggy ist verwirrt. Ob ich rauskomme oder nicht, ich habe das geschafft, was ich schaffen wollte. In erster Linie habe ich das Schweinchen verwirrt. Hier kommt nochmal Heartbeat. Sie ist sich nicht ganz sicher, soll ich diesem einen Licht trauen oder nicht? Also gehen wir hier hin und machen das 3-Sekunden-Tor. 1, 2, 3, zack. Und nachdem die 3 Sekunden am Tor um sind, haben wir noch 17 Sekunden Zeit, um das Tor aufzumachen. Können uns jetzt ganz kurz hier hinter dem Baum verstecken und warten noch einmal ab, ob Piggy kommt. Und Piggy kommt. Und jetzt wird Piggy skeptisch. Hier ist niemand an dem Tor, aber da drüben ist doch schon das rote Licht an. Ich muss da jetzt hin. Der ist doch da bestimmt, der Survivor. Und jetzt habt ihr wirklich in aller Ruhe Zeit, dieses Tor aufzumachen. Es sind ja noch nicht mal 17 Sekunden, soweit ich das jetzt noch weiß, ne? Das sind ja, glaube ich, weniger als 20 Sekunden, ein Tor aufzumachen. Und in der Hinsicht wird es zwar knapp, aber wir haben das Tor aufgekriegt und können dadurch raus. Ich wollte raus moonwalken, aber ich kann halt einfach nicht moonwalken. Und an der Stelle möchte ich jetzt mal kurz auf die Punkte verweisen, die wir jetzt bekommen. Weil mir die Runde tatsächlich echt viel schlechter vorkam, als sie eigentlich war. Aber wir haben tatsächlich fast alle Kategorien voll. Und haben dadurch 30.000 Punkte, mehr als 30.000 Punkte und damit 8.000 Punkte mehr als das Pick. Jetzt mag man denken, ja, das Pick ist ja aber auch Rang 8 und du bist Rang 4. Ja, mag sein. Aber wenn wir auch sehen, dass drei andere Red Rank Survivor dabei sind und unter anderem ein roter Rang, ein Rang 1, ein roter Rang. Drei andere Red Rings und darunter ein roter Rang. Darunter auch ein Rang 1. Muss man wirklich sagen, der Unterschied ist nur 4 Ränge. Das habt ihr auch von 5 auf 1 und der ist eigentlich gar nicht so signifikant. Ja. Und da waren 3 rote Ränge dabei und die sind alle 3 gestorben. Trotz Schlüssel, trotz, dass die eigentlich echt nicht schlecht gespielt haben. Und es ist selten, dass ich solche Mates bekomme. Dann kommen wir mal zum Fazit dieser Runde. Die Runde war okay. Die Runde war aus meiner Sicht eigentlich sogar recht erfolgreich. Wir haben Unhooks geholt, wir haben Gens gemacht, wir haben versucht, das Game zu carryen, wo es nur geht. Wir haben auch gesehen, dass die Survivor einiges richtig gemacht haben. Wir haben aber auch gesehen, dass auch ich meine Fehler in dieser Runde gemacht habe. Und das sind diese Kleinigkeiten, die immer eine Runde entscheiden können. Es sind so diese Kleinigkeiten, die so ein ganzes Match ausmachen können, wie zum Beispiel das Ziehen einer Palette. Wenn du die Palette ziehst, den Killer stunst und trotzdem den Hit mitbekommst, hast du zwar den Killer gestunt und ein bisschen Distance gewonnen, aber eine Palette weniger und du bist trotzdem Half-Life. Also am besten ist es, wenn du den Killer stunst und keinen Hit bekommst oder wenn du die Palette einfach stehen lässt, wenn du weißt, der Hit kommt eh durch. Und bei diesen Dedicated Servern könnt ihr euch sicher sein, wenn der Killer ziemlich dicht hinter euch ist, dann kriegt ihr den Hit noch durch, egal ob ihr ihn stunt oder nicht. Ist ein bisschen schwierig, das abzuschätzen. Es passiert mir auch ständig, dass ich die Palette ziehe und trotzdem noch Half-Life bin. That's life. Aber nun gut. Damit würde ich sagen, beenden wir dieses Video. Schaut gerne mal unten in die Videobeschreibung. Da ist einiges verlinkt. Unter anderem auch mein Twitch-Highlight-Kanal. Schaut da gerne mal vorbei. Dort findet ihr einzelne Runden aus meinen Streams sowie Best-ofs von den Clips. Es ist aktuell noch sehr unregelmäßig dort, weil du musst halt erstmal eine gute Runde aus dem Stream haben und zweitens, du musst genug Clips haben. Das habe ich halt aktuell nicht, aber das ist nicht so schlimm. Deswegen mache ich hier auch ab und zu mal auf diesem Kanal tatsächlich jetzt ein paar Videos zu Dead by Daylight. Alles in allem wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.